Die Outdoor-Experten kennen tausend Tricks, wie man die Natur besonders entspannt erleben kann. Und heute zeigen sie uns ein weiteres Abenteuer. Hallo zusammen, ich bin jetzt hier an diesem schönen Ort am Wandern und habe einen schönen Platz gefunden hier und da hat es mich gerade Lust zu bivakieren. Jetzt werde ich aber oft gefragt, darf man das überhaupt, was gibt es da für Richtlinien? Und für das habe ich die Erika hier vom Naturpark Beverin, wo mir hier vielleicht ein paar Antworten hat, wie man sich hier am besten verhält. Hallo Erika. Ja, hallo Steffi, schön bist du hier bei uns. Beim Bivakieren ist es so, dass die rechtliche Lage in der Schweiz nicht einheitlich ist. Es ist von Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Es lohnt sich darum, vor der Tour sich zu informieren. Zum Beispiel auch, wo hat das Schutzgebiet auf dem Weg, wo ich gehen möchte, oder dort, wo ich übernachten möchte. Es ist zum Beispiel ausdrücklich verboten, im eidgenössischen Jagdbahngebiet zu bivakieren, in der Wildruhezone oder in der Wildschutzzone oder auch im Schweizerischen Nationalpark. Und sonst habe ich dir hier noch ein gutes Merkblatt vom SAC. Kampieren und Bivakieren in den Schweizer Bergen mit Rücksicht auf Natur und Umwelt, wo eigentlich alles Wesentliche drin steht. Und sonst, wenn du noch Fragen hast, kannst du immer bei den örtlichen Akteuren auch anrufen, also sei es jetzt beim Park oder bei der Gemeinde oder bei der Wildhut zum Beispiel auch, um dich näher zu informieren. Mhm. Super, danke vielmals. Ja, das lese ich gerne durch. Ja. Es würde mich aber schon noch wundern, wie du bivakierst. Möchtest du das gerne sehen? Ja, das zeige ich dir doch gerne. Ja. Ein Rucksack voll tolle Sachen. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, ich habe mein Mettele. Ganz wichtig, damit die warm haben von unten. Mhm. Das ist so eine selbststoffblosende Schaumstoffmatte. Da kann man dann noch ein bisschen Luft reingeben. Und dann ist das eigentlich schon aufgeblasen. Genau. Und dann mein Herzstück, mein Schlafsack. Das ist mein Schlafzimmer, das ich immer dabei habe. In einem wasserdichten Sack, dass der schön trocken bleibt. Mhm. Und dann so als Finish mache ich am liebsten noch den Biwaksack drum. Das ist so eine wasserdichte Hülle. Wie wenn ich am Boden schlafe, dann kommt viel Feuchtigkeit vom Boden. Und ganz ein wichtiges Detail für mich ist das Käppli. Jawohl. Weil man über den Kopf am meisten Wärme verliert. Mhm. Also, sobald der Kopf warm hat, kann sich das Blut wieder verteilen und man hat dann eben auch warme Füße. Ja, Steffi, gesehen, du bist super ausgerüstet. Meinst du, das kommt gut? Ich habe das Gefühl, das kommt gut und ich störe jetzt nur noch. Ich glaube, ich gehe nicht. Ja, merci vielmals für deine Infos, gell? Ja. Danke für den Besuch und dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Dankeschön. Das wird ich hoffentlich auch dir auch. Ja. Dankeschön. Ciao, Erika. Merci. Tschüss.